Vielleicht mache ich es an die Wand. An die Wand oder nicht an die Wand, das ist hier die Frage. Ich hätte gern jemanden, der mir sagt, so machst du das jetzt. Ja, ich frage mich dann eh selbst. Aber oft kriege ich keine Antwort. Es ist schwierig, aber ich habe mich schon daran gewöhnt. Man ist ja in Wahrheit immer zwei. Der, der traut und der, der misstraut. Und ist ganz gut. Ich suche ja immer das starke Bild. Ich merke nur in mir selbst, wenn ich also mir so Bilder bzw. Skulpturen erdenke, dann habe ich bei manchen das Gefühl, die funktionieren so, die sind so auf den Punkt gebracht und passiert quasi ein direkter Kontakt mit dem. Das interessiert mich sehr. Es gibt auch andere Arbeiten, die brauchen, da muss man sich sozusagen anschleichen und da muss man anklopfen und da muss man versuchen einzudringen. Also so nur gegen die Wand stützen. Beides finde ich interessant, beides finde ich wichtig, weil ich mich ja auch mit solchen Themen wie dem Zeitgeist, den Ikonen in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft beschäftige. Und Ikonen sind ja auch etwas sehr Lautes und sind ja auch sehr präsent und sind sehr aggressiv in gewisser Maße. Eine Aggressivität der Präsenz haben die auch. Ich versuche ja auch auf einer Ebene zu arbeiten, die relativ allgemein verständlich ist, zumindest die erste Ebene. Ich nehme ja oft Zitate oder Anleihen aus der Welt des Comicstrips oder auch aus dem Science-Fiction, aus dem Film, also Movies. Das ist ja sozusagen eine Sprache der Zeit, die allgemein verständlich ist und die interessiert mich schon, auf dieser Ebene zu arbeiten und auch möglichst viel Information oder möglichst viele Leute zu erreichen. Ich bin nicht jemand, der auf ein eingeschworenes Insider-Publikum angewiesen sein möchte. Das wäre mir zu wenig. Schief steht er. Schief ist er. Ja, aber warum? Warum steht das schief? Mich hat immer schon von Anfang an fasziniert, die negativen Teile in unserer Persönlichkeit, auch in meiner Persönlichkeit. Wie kann ich mich als einzelne Person im Verhältnis zur Welt, zum Weltganzen sehen? Wie kann ich mich da einordnen oder eingliedern? Ist das überhaupt möglich oder ist das von vornherein zur Verdammung verurteilt? Weil ich, wenn ich all diese Heroen um mich herum sehe, sei das jetzt in der Philosophie, in der Wissenschaft, in der Politik, in der Kunst, in ich weiß nicht was, dann kann man ja von Anfang an nur verzweifeln. Wenn man sich Dingen nähert, mit Humor wird das sofort auf die leichte Schulter genommen und man glaubt, man ist eben nicht mehr seriös. So, ich glaube, man kann sich Wahrheiten, die unsere Gesellschaft, die das Dasein betreffen, auch eben anders annähern. Nicht durch eine ernste, triefende Ernsthaftigkeit, sondern durch einen Zynismus und durch Humor, der es uns ermöglicht, die Dinge leichter zu sehen. Und es ist auch möglich, glaube ich, über schwere Themen für mich besser weniger mit Pathos zu sprechen, sondern mit einem Zynismus und Humor, weil es auch leichter ist, über diese schweren Dinge sozusagen hinwegzukommen. Mhm. Du musst beide Seiten nehmen, sonst knickt das. Okay, halt mal hin, bitte. Ich meine, es hat sich in jeder Zeit, haben sich die Politiker, haben sich die Heerführer, haben sich die Wirtschaftsbosse unglaublich wichtig genommen. Und wenn man das von heute sieht, ist das meiste ist ja zum Lachen und zum Weinen gleichzeitig. Und ich glaube, dass es dass man sehr wohl berechtigt ist, darüber auch wirklich zynisch zu berichten und mit einem zynischen Witz zu berichten, um auch diese Doppeldeutigkeit, diese Doppelmoral, diese Lächerlichkeit auch aufzuzeigen. Sehr schwierig. Ich
versuche eine Zahnbürstabschussrampe zu bauen, damit man die Zahnbürste abschießen kann. Ha! Das darf man nicht ankommen. Ich wollte schon relativ früh, also ich war mit 15 oder was, wusste ich schon, dass ich gern Künstler werden wollte. Aber das war schwierig, weil mein Vater war Kriminalbeamter, also Detektiv. Und für ihn war alles, was mit Kunst zu tun hatte, schon mit einem Fuß im Kriminal. Daher war das also lange Zeit kein Thema, Tabu. Aber ich habe mich dann halt durchgesetzt. Eins. Zwei. Er war auch irgendwie super beliebt, Kopf. Mein Vater. Dem haben die Leute, die er eingesperrt Kopf. Hat, die haben ihm dann auf Schiffe gebastelt in den Gefängnissen mit Strohhalmen und Zündhölzern und den Grazer Uhrturm und einen Kirchturm. Und das haben sie ihm dann geschickt. Er hat so eine kleine Skulpturensammlung gehabt. Vielleicht hat mich das beeinflusst und ich bin deswegen Künstler geworden. Wer weiß. Du machst dazwischen. Da. So. Und dann 1,50 Mitte, oder? Ich halte 1,50. Ja, die Holländer sind größer. Magen Sie lieber Klugheit oder Dummheit? Es gibt unerträglich unangenehme, kluge und gebildete Menschen, die darauf herumreiten und eingebildet sind und alles besser wissen und naseweiß sind. Dann ist man ein einfacher, nicht gebildeter Mann oder Frau lieber als so jemand. Also das sind aber letztens dann Charakterfragen. Was egal. Sie sagen, 1,50. 1,50, gut. Und Zwischenabstand? Gleich. So wie da in etwa. So, dass es halt ausgeht. Klar, Klugheit ist was Tolles, was Faszinierendes und ist auch wichtig. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt nur die Klugen bevorzuge. Das wäre irgendwie fatal. Ich meine, es gibt auch so viele Kluge, die Arschlöcher sind, mit denen ich nichts zu tun haben möchte. 1,50. Gut. 50, 50. 50, ja. Ich bin ja Künstler. Künstler sind ja einfache Wesen. Wir sind schon zufrieden, wenn wir was zu zeichnen haben und zu essen. Oder zu malen eben, oder zu Bildhauern. Mehr brauchen wir nicht.